Denk beim Verkauf einfach nicht an Verkaufen. Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Du möchtest der Liebling deiner Kunden werden? Dann lehn dich zurück und freu dich auf jede Menge Inspiration und Insights rund um die Themen Verkauf und Kommunikation. Immer wieder werde ich mal gefragt, wie man sich von Quotendruck im Verkauf befreien kann, wenn es mal nicht so richtig gut läuft. Und die Frage ist durchaus berechtigt, denn wenn es mal nicht gut läuft, wird der Druck, einen Abschluss zu machen, von Tag zu Tag größer. Entweder weil der Chef einem im Nacken sitzt oder wenn man selbstständig ist, dann das Geld knapp wird oder vielleicht sogar mal ganz ausgeht. Und in diesem Podcast besprechen wir die 4 Ziele in einem Verkaufsgespräch und wie du durch diese Ziele keinen Quotendruck mehr bekommst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wer beim Verkauf Quotendruck hat, der ist meistens in einem echten Dilemma, denn es passieren dann Dinge, die man tunlichst vermeiden sollte. Die 3 häufigsten Dinge, die Verkäuferinnen und Verkäufer falsch machen, wenn sie unter Druck verkaufen, sind: erstens, du nimmst jeden Kunden an, den du kriegen kannst, auch die, die du normalerweise nicht abgeschlossen hättest. Oder zweitens, du verkaufst über Widerruf und machst dich und dein Angebot kleiner als es ist und verkaufst auch unverbindlich. Und drittens, das ist eigentlich das Schlimmste, du gehst, wenn du kannst, mit den Preisen runter, weil du Angst hast, der Kunde schließt sonst nicht bei dir ab. Alles das sorgt für ein negatives Mindset bei dir und Kunden merken auch, wenn du unbedingt verkaufen musst. Du gibst, wenn du Druck hast, außerdem deine Verhandlungsposition auf und da stellt sich ja nur eine Frage, was kannst du tun, damit all das nicht passiert? Und die Antwort, die ist relativ simpel. Denk beim Verkauf einfach nicht an Verkaufen. Klingt komisch, aber lass mich erklären. Natürlich sollst du im Verkaufsgespräch deinen Abschluss als Fokus haben, aber eben nicht nur den Abschluss. Denn es gibt immer 4 Ziele in einem Verkaufsgespräch. Nur wenn du diese 4 Ziele erreichst, bist du langfristig und dauerhaft erfolgreich. Den Abschluss zu machen, das ist zwar dein wirtschaftliches Ziel, aber es gibt eben noch 3 weitere Ziele. Ziel Nummer 1 ist zum Beispiel, schließe Freundschaft mit dem Kunden, bau Vertrauen auf. Nur wenn dir das gelingt, erreichst du auch Ziel 2 und das ist tatsächlich schon dein Abschluss. Doch warum ist das so? Ganz einfach, Kunden kaufen überwiegend nur bei Freunden und Menschen, die sie mögen. Achte aber darauf, dass du auch nicht zu nett bist, denn ansonsten kauft auch niemand bei dir. Also Ziel Nummer 1, Freundschaft schließen, Vertrauen aufbauen. Und wenn du das erreicht hast, dann erreichst du Ziel Nummer 2, deinen Abschluss leichter. Jetzt kann es dir aber passieren, dass du zwar nett und freundlich warst, aber dein Kunde dennoch nicht gekauft hat. Du hast zwar ein gutes Gespräch geführt, Einwandbehandlung gemacht, hast alles versucht, hast dir voll Mühe gegeben, aber dein Kunde will einfach nicht. Und genau hier ist quasi die Geburtsstunde oder der Geburtsort, wenn du so willst, von Quotendruck. Die meisten gehen nämlich an dieser Stelle, wenn sie das erreicht haben, wenn der Kunde Nein gesagt hat, enttäuscht aus dem Gespräch, geknickt und manchmal schlechte Laune. Und das ist genau der Punkt, denn Ziel Nummer 3 ist, auch bei einem Nein deine gute Laune zu bewahren. Gute Laune ist dein absolutes Grundkapital im Verkauf. Es gibt nichts Wichtigeres. Lässt du sie dir nehmen und feierst nach dem Gespräch so eine Art Negativparty, ja, wo du dann mit anderen noch drüber redest, oh, jetzt sind alle Kunden doof und oh, Mensch, da war wieder so ein komischer Kunde dran, regst du dich vielleicht auch drüber auf. Dann bist du an der Stelle nicht mehr Verkäufer, sondern Käufer. Dein Kunde hat dir dann schlechte Laune verkauft. Das Dumme daran, passiert dir das mehrmals hintereinander, dann nimmst du diese schlechte Laune, das sammelt sich so an, mit ins nächste Gespräch. Dein Mindset ist dann automatisch auf Verlieren eingestellt, weil du davon ausgehst, dass heute eh keiner kauft. Oft höre ich dann wirklich den Satz, heute sind alle Kunden blöd. Ja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es meistens genau andersrum. Wenn du an der Stelle bist, dann habe ich einen guten Tipp für dich. Frag doch einfach mal deinen Kunden, egal ob er gekauft oder Nein gesagt hat, ob er einen Tipp für dich hat, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Und ja, selbst wenn das jetzt komisch klingt, dass du Kunden um einen Ratschlag bittest, mach es einfach. Meine Kollegen haben mich damals zuerst ausgelacht. Wahrscheinlich wird dir das Gleiche passieren, wenn du in einem Büro arbeitest oder wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, denen du davon erzählst.
Als ich mit der Frage um die Ecke kam, haben die wirklich alle gelacht. Du kannst doch nicht den Kunden fragen, was du besser machen kannst. Das war so der allgemeine Tenor. 2 Wochen später haben es dann alle nachgemacht. Erst haben sie mich ausgelacht, dann haben sie gefragt, wie es geht. Warum? Weil ich einfach immer besser wurde. Warum? Weil mein Kunde mir Feedback gegeben hat. Und heute fragt jede Firma um Feedback. Also mach das doch genauso. Wenn du bei Amazon was bestellst oder bei irgendeinem Online-Händler, wirst du immer um Feedback gefragt. Wenn du im Urlaub bist, im Hotel, was auch immer. Jeder will wissen, wie du es gefunden hast. Also nicht den Ort, sondern wie es war. Also, bezieh die Frage aber nicht auf dich persönlich und nicht auf dein Angebot, also nicht aufs Hotel oder sonst was, sondern stell die Frage unbedingt genauso, wie ich sie dir jetzt vorlese. Ich habe es jahrelang ausprobiert und das hier ist die perfekte Wortwahl. Frau Müller, ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Haben Sie noch einen Tipp für mich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, damit Sie bei mir kaufen? / einen Termin vereinbaren. Und wenn du diese Frage exakt so stellst, passieren folgende Dinge. Erstens, dein Kunde lobt dich, weil du nett und freundlich warst. Also setzt das voraus, dass du auch nett und freundlich bist. Oft sagen sie, dass es nicht an dir lag und das fühlt sich gut für dich an. Es ist wie ein Lob, ja. Auch dann, wenn es kein Abschluss war, ist es positiv. Sie rechtfertigen sich manchmal auch und sagen dir den wahren Grund, warum sie nicht gekauft haben. Du hättest auch fragen können, warum wollen sie denn nicht? Aber dann hättest du den Kunden in eine Rechtfertigungsrolle gebracht. Niemand möchte sich rechtfertigen. Wenn du aber fragst, was kann ich besser machen, dann sagt dir der Kunde auch den Grund, warum er nicht wollte. Aber es war eine andere Frage. Und dadurch findest du neue Argumente, mit denen du zurück ins Gespräch kommst. Und manchmal ist es so, dann machen sie doch einen Termin mit dir aus oder kaufen was, weil sie vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen haben, weil du eben freundlich warst. Und alles das führt dazu, dass du positiver aus dem Gespräch gehst und das nächste Gespräch auch besser gelaunt beginnst. Und nochmal, dein Grundkapital ist gute Laune. Bist du schlecht drauf, hast du im Verkauf nichts zu suchen. Sorry, so ist das einfach. Bevor ich dir gleich den Trick verrate, wie du Quotendruck komplett vermeidest, noch ganz kurz Ziel Nummer 4. Als viertes Ziel steht nämlich noch eine Sache, die die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer einfach nicht tun. Und das ist einfach, ja, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, total unklug, denn sie lernen nicht dazu. Die machen jeden Tag die gleichen Dinge falsch und gehen jeden Tag zur Arbeit, machen das Tag ein, Tag aus, beschweren sich, dass sie im Hamsterrad sind, aber sie verlassen ihre Komfortzone nicht. Also, setz dich mit deinen Erfolgen und Niederlagen auseinander. Lerne, woran es lag, dass Kunden gekauft haben oder auch nicht gekauft haben und nutze diese Erfahrung für dein nächstes Gespräch. Schreib dir deine Do's und Don'ts auf und arbeite mit einem Sales-Skript. Schreib dir das wirklich auf. Alles andere ist sonst wirklich, ja, planlos. Und falls es mal so weit ist, trotz der guten Tipps hier gerade, dass du Quotendruck hast, dann konzentriere dich nicht auf dein wirtschaftliches Ziel verkaufen, sondern auf die 3 anderen Ziele. Hab zum Ziel, dass du dir Kunden zum Freund machst, stell die Freundschaftsfrage, erfahre, was du besser machen kannst, dann behältst du deine gute Laune und damit wirst du schlussendlich ohnehin schon mehr Abschlüsse machen. Also nur auf angenehme Gespräche fokussieren, das muss dein Ziel Nummer 1 sein, Feedback einholen, lernen, was du besser machen kannst, dann klappt das auch mit den Abschlüssen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann besuch gerne meine Webseite unter uwebothe.de. Dort stelle ich dir mein Verkaufstraining Secrets of Sale vor. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da, bewerte das auch ganz gerne mal. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. In diesem Sinne, bis bald, dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.